Hallo und herzlich willkommen zurück. Das hört auch noch so eine Aufnahme im Stück. Und so die Elf so. Hey, ja, ich hau immer, wenn ich starte. Ich nehme ja mit Audacity auf und deswegen hau ich immer mit voller Wucht auf meine Aufnahmetaste, damit ich ja das Bang höre, ne? Das ist voll sinnvoll. Eiswerksoldat, bist du fertig schon? Jetzt bin ich mit dem Eis, mit dem Blut bin ich fertig. Ich bin mit dem... Alter, du bist voll so sehr schnell. Ich bin mit der Nahrung fertig, ich muss nur noch Erze sammeln und ich muss Schnaps finden und ich muss die Blumen der Hoffnung sammeln. Ja, die Blumen. Talererz. Das habe ich auch schon gesagt. Talerz. Ich muss voll die Talerz sammeln, Alter. Ja, Talerz ist schon so eine voll krasse Krankheit. Alter, wir machen jetzt Rap-Battle, ja. Okay. Und zwar, das Thema ist blaue Steine. Scheiße, nee, das kann ich nicht. Das ist voll mein Hassthema. Ich war mal da. Oh ja, blaue Steine waren überall. Doch da, Makroma. Bitch. Jetzt bist du dran. Ja, konnte doch. Deine Mutter das war ist in... Yeah, Steine. Okay. Neues Thema. Laternenmühle. Komm, wir brauchen ein neues Thema. Zwergen? Hey, ich hab dich gerade voll weggedisst, Mann. Zwergen, ja, sind zum Lachen da. Doch manchmal gehe ich hoch, oh ja, denn ich bin größer als ein Zwerg. Denn deine Mutter ist genauso groß wie ein Zwerg, ja. Die ganze Zeit sag ich einfach nur ja und deine Mutter. Yo, Max, da, Mann. Einfach mal an alles nachhängen. Jo, ey, der Steinarmer, Kekser, manchmal kommt auch ein Weg, der Baum, ja. Und ich muss dazu auch eine geile Handbewegung machen, weil ihr das alle seht. Yeah. Ja, die Eiszwerge sind im Video von Little Cookie Gamer. Das war voll gerappt. Deine Mutter stinkt. Oh mein Gott, magisches Kaviar. Warte mal, mein Begleiter habe ich ja letztes Mal zurückgerufen. Wir brauchen immer noch irgendwas. Was war das nochmal? Los, denk nach. Wir brauchen ein Gesprächsthema. Wieso habe ich den eigentlich Trash-Mongo genannt? Wir müssen hier Produktivität reinbringen, ja? Ja, bringen wir. Okay, ihr Heavy Questen doch. Ja, wir brauchen irgendwas, worüber wir reden. Okay. Damit wir einfach hier... Reden wir über Politik. Ja, ne? Vielleicht habt ihr auch so eine Angie im Fernsehen gesehen, die war schon ziemlich scharf, so, ne? Johnny, dass du gleich diese Stimme so verstellst. Ja, da wollte ich, oh, ne, ich hatte den Fernseher gesehen, die waren ganz geil, weil die in ihrem Pult, ey, hat zu den Leuten gesprochen, ey, die alle haben mir fast die Füße geleckt und die Muscheln. Ich sag nur eins, das Internet ist für uns alle Neuland. Ist es das, oder? Aber tatsächlich ist es das doch. Wie lange gibt es das Internet? Keine Ahnung, keine Ahnung. 15 Jahre. Hell, mehr. Es gibt doch nicht erst jetzt seit dem Jahr 2000, Mann. 30 Jahre. Ungefähr. Wie lange gibt's uns Menschheit? Oh, Johnny, du musst dich über alle Themen jetzt aufreißen, die wir in der Schule hatten, Leute. Wie lange gibt's die Menschheit? Keine Ahnung, 200.000 Jahre. 30 Jahre, 200.000 Jahre, das ist so ein kleiner Unterschied, also ist theoretisch doch für uns Neuland. Ja, wie lange gibt's das Universum schon? Ja, ganz schön lange. Was war das? 6 Milliarden Jahre? Wie lange ist... Das Universum gibt's noch länger, das gibt's irgendwie so 400 Milliarden, das weiß keiner, wie lange es gibt. Boah, die Fresse. Das weiß keiner. Wenn Johnny das nicht weiß, weiß es auch kein anderer. Ich kenn nicht Stephen Hawkins. Ich kann aber leider nicht Stephen Hawkins sprechen. Nee, weil du bist... Das ist hawkianisch. Das hört sich an wie so eine Behindertensprache, ey. Ach komm, ey. Hä? Alter, das war jetzt echt rassistisch. Nein. Nein. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das jetzt gar nicht Behindertensprache. Aha, Mann. Das habe ich nicht gemerkt, Mann. Das war nicht absichtlich. Nee, ich meinte eigentlich, dass ich das anhört wie eine behinderte Sprache. Also für... Ja, so, ja. Also, Magoli, ja, das war nicht auf Stephen Hawkins bezogen. Oh, Mann. Okay, ein neues Thema. Ich habe das beste Thema ever. Schinken. Nein, irgendwas mit Kirche. Was? Ja, wer heißt nochmal diese Dinger, die da ganz vorne stehen in der Kirche und irgendwas labern? Ja. Genau, so heißen die. Hast du ja. Heißen die? Ich hab's gefunden. Hä, darüber haben wir schon mal in Realm of the Mad God geredet. Haben wir. Dann reden wir jetzt darüber, ob Facebook, ob Oculus Rift gekauft hat. Findest du das toll? Also einerseits ja,
es ist halt so, die haben, wie du mir auch schon gesagt hast, die haben ja mehr Geld und können natürlich... Money! Ja, können natürlich mehr in die Produktion reinstecken und das, und die Oculus Rift dadurch geiler machen und vielleicht auch schon früher fertigstellen und so. Aber ich finde, dadurch, dass Facebook die hat, wirst du wahrscheinlich wieder voll in Facebook reingedrängt, denke ich mal. Glaube ich auch. Und ich finde, es ist einfach so, wenn du kein... Ich glaube auch, die wollen, also Virtual Reality ist ja eine Virtual Reality Brille. Und zwar ist das ja so eigentlich so für Spieler da, die dann wirklich in dieses Geschehen eintauchen wollen. Und ich glaube, die wollen das dann auch mehr in Social Media dann reinbringen und eben damit man damit auch zu Facebook gehen kann, Internet, weißt du, Videos schauen. Ja. Aber es ist ja eher zum Game gedacht, nicht zum... Es ist ja, es ist wie zum Beispiel bei der Xbox, finde ich. Xbox war früher zum Game da, zum Beispiel noch die Xbox 360 wurde ja auch immer weiter zum Medienpaket, finde ich, ja. Also Fernsehen, alles. Und ich finde aber, wenn man sich eine Konsole kauft, will man damit spielen. Und du kaufst sie jetzt ja sozusagen in, mit der Xbox One Allrounder. Und das ist ja, eigentlich willst du die dir kaufen zu spielen. Was willst du eigentlich, du hast da Bing und Internet Explorer, was willst du mehr, Mann? Die besten. Ne, ich habe einmal mit Bing gesucht, ne? Ich hasse es zu Tode. Das ist so schlecht, das Scheißding. Aber ich finde auch noch ein anderes Beispiel dafür wäre YouTube und Google Plus. Das ist, ich finde genau das wird die Situation sein, dass Facebook so mega in dieses in die Gaming Branche so reingequetscht wird, dass du genau so ähnlich wie Google ist erst Google und dann will sie sich in dieses Social Media Video Ding reinpressen. Die drängen dir jetzt da Google Plus auf und kein Arsch braucht oder will es, aber du musst es benutzen. Facebook, ich finde, ja gut, ich benutze Facebook, aber ich benutze es nicht mehr viel. Das Einzige, ich benutze immer WhatsApp. Ist ja gut, es ist Facebook, alles das Gleiche jetzt, aber es wird so sein, dass du da voll reingequetscht wirst, dass du nicht mehr ohne Facebook kannst. Oder kennst du hier die Axt-Werbung, ne? Diese Peace-Ding da, ne? Ja. Da ist ja auch Gronkh und Sarraza und Buddy und ich vergesse mal die anderen Namen bei, also Buddy von Game One. Und ja, ich finde, die haben da eben Gamer. Ich denke mir so, vielleicht haben sie Gamer rangemacht, damit auch welche, es gibt ja ganz viele Internet-User, die überhaupt oder YouTuber, die überhaupt kein Fernsehen mehr gucken. Vielleicht wollten die damit irgendwie wieder Leute zum... Also nicht... Axt ist ja scheißegal, ob die Fernsehen gucken. Aber ich glaube, damit wollten die dann auch... Die breite Masse wäre dann Fernsehleute, die das gesehen hätten. Und so wollten die vielleicht dann auch noch YouTuber mit ansprechen, beziehungsweise Internetleute. Weißt du? Da würden die ja so das Doppelte ausfüllen. Da denke ich mir auch so, dass sie denn das Fernsehen versucht jetzt irgendwie so Internetleute wieder zurückzuholen. Das glaube ich aber nicht funktionieren wird. Ja... Weil bei Fernsehen läuft oft auch tolle Sachen. Aber manchmal denke ich mir so, da weiß ich nicht, was ich schauen soll. Und bei Fernsehen setzt du ein bisschen rum. Und dann, oh toll, voll das geile Ding. Und dann guckst du das. Oder auch abends, dass du das, der dann eben automatisch ausgeht oder so. Aber irgendwie, da läuft manchmal jetzt echt nur noch Scheiße. Ne? Wenn ich mir SpongeBob reinziehe, ist geil. Ja. Wenn ich mir jetzt diese neuen Kindersendungen einziehe, da ist so ein Typ mit einer Schlange und diese Schlange kann irgendwie sprechen und die machen irgendwie so komplett sinnlose Scheiße. Ja, SpongeBob ist ein Schwamm, der sprechen kann, man, das macht noch weniger Sinn. Ja, aber hallo, die Schlange, die sprechen kann, ist wenigstens fast Harry Potter, ja? Ja, aber nein, das ist irgendwie noch so komplett dumm. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, eigentlich ist alles, wenn du dir mal das reinziehst, ist alles voll der Scheiß. Teletubby war noch das Geilste, Mann. Da habe ich auch meine Gehirnzellen her, ja? Da habe ich reden gelernt. Ja, du hast sowieso alles da gelernt. Wenn ich Kicks haben will, frag den Staubsauger. Oh ne, der muss die wegsaugen, ne? Ja. Scheiße, ich hab den Staubsauger immer gehasst, Mann. Ich hatte voll Angst vor dem. Aber ich hab's Teletubbies auch nicht so oft geguckt. Nur irgendwann am Wochenende. Wusstest du, dass sie bald Spermazellen in unserem Universum verbreiten werden. Warum? Damit sich irgendein Alien mit unserem Sperma... Vielleicht wird dieses Weltraumding irgendwann auf einen anderen Planeten absetzen, da wo vielleicht Leben gibt, und dann können die vielleicht damit irgendwas anfangen. Geil. Vielleicht ist das so hochentwickelt, dass das sogar uns dann nachzüchten kann. Oh. Und dass wir dann so Sklaven über sind. Brain Penetration so... Es wird irgendwann so weit kommen. Stell mal vor, es gibt einen Planeten mit Schweinemenschen und dann sind wir auf einmal Schweinemenschen. Alter, wie unproduktiv wir sind. Ja, ne? Ich warte darauf, dass du langsam mal fertig wirst. Ja, ich muss auch Talerz. Talerz. Ja, gut.
Nein, Eisenwerkblut. Eisenwerkblut, eindeutig. Oh, komm, ganz ehrlich, ich bin hier schon seit... Ich bin die ganze Folge schon fertig, Mann. Komm, wie unproduktiv kann man denn sein? Ganz ehrlich. Glaubst du, irgendwann wird es sein, dass man sein Bewusstsein in Computer übertragen kann, sodass du theoretisch für immer leben kannst? Dass das irgendwie gespeichert wird und dann auf digital umprogrammiert wird und dass du dann sozusagen über den Computer denkst, du kannst alles noch machen und bist eben dein Roboter. Also dein Gehirn ist sozusagen da drin. Denke schon. Ich denke auch, dass irgendwann dein ganzes Gedächtnis und alles, so dein Gehirn sozusagen auf Computerdaten einfach übertragen wird. Ja, aber ich finde, auch wenn es eben so weit kommen würde, dass man zum Beispiel irgendwie sein Gehirn mit Informationen befüttern könnte, ohne dass man irgendwie nachdenken muss, dass man die Gehirnzellen irgendwie so anzapfen kann, dann kannst du sagen, so, ich möchte jetzt hier gerne Lexikon da reinhaben. Lexikone. Das heißt Lexika. So, dann wären alle Menschen ja theoretisch gleich schlau. Ja. Und das wäre ja irgendwie wieder merkwürdig. Nee, es ist... Irgendwie gegen die Menschheit, sag ich. Nein, das wäre einfach, wenn alle Menschen das Gleiche wüssten und könnten, das wäre ein bisschen behindert, weil dann irgendwie die Gesellschaft auch ein bisschen wieder kacki. Ja, die Gesellschaft würde, glaube ich, auch zu Bruch gehen. Weil dann würden alle fast wahrscheinlich so die gleiche Richtung im Beruf, sage ich jetzt mal, machen. Vielleicht die Interessanten werden, also jeder hat ja andere Interessen. Ja, wobei wie nennt man das? Es ist so, wenn du einen höheren IQ hast, dann sind leichtere Aufgaben oder so. Aber es muss ja nicht sein, umso mehr Wissen, umso höher dein IQ. Es kann ja sein, dass du immer noch dumm bist und nicht verknüpfen kannst. Weißt du, du weißt jetzt, da hinten liegt Afrika, aber du kannst es nicht verknüpfen, unter Afrika ist mehr. Weißt du, weil du doof bist. Ja, doch, das weißt du ja, weil du es einfach im Gedächtnis hast. Ja, ich weiß. Aber wenn du es jetzt nicht wüsstest, wenn du wüsstest, da ist Afrika und da ist das. Also jetzt ein Beispiel. Ich weiß, was du meinst. Ja, gut, aber es wäre trotzdem, Es wären Aufgaben wieder so, dass die keiner machen will. Also es gibt ja jetzt Aufgaben... Ja, genau. Zum Beispiel jetzt sage ich jetzt mal, alle wollen denn irgendwie Professor werden, die man aber gar nicht mehr braucht. Ja. Also alle wollen Wissenschaftler werden, sage ich jetzt mal, die irgendwas rausfinden, um dann wieder andere, um das dann zu speichern und wieder an die ganze Welt zu verschicken, damit das jeder weiß. Und dann würde jetzt zum Beispiel keiner mehr Tischler, sage ich jetzt mal, sein, weil der sagt... Ja, ich weiß ja, wie man ein Neutronenatom auf einen Stein schießt und der dann zu einem Monster wird. Wieso soll ich denn einen Tisch bauen? Ja, vor allem. Wieso töte ich jetzt diese Viecher? Ich muss dann noch Eiswerk töten. Weißt du, ganz ehrlich, ich gebe jetzt die Quest ab. Ich habe keinen Bock mehr auf dich zu ver... Oh, da hinten kann ich eine Quest abgeben. Dann hör doch mal auf zu reden, boah. Ich bin nicht so... Hör doch auf zu reden. Was macht das denn für einen Sinn? Boah, du redest jetzt, ich werd leise, boah. Von viel Reden kriege ich Kohlenhydratmangel. Okay. So, ich habe eben, hatte ich Gildenruhen gefunden und die habe ich einfach, ich bin auf Gilde gegangen, Ressourcen und Gildenbeitrag und da kann man einfach hier gucken, was man in die Gilde reinstecken muss. Und wenn man das voll hat, dann kann der Gildenführer, also Johnny, hey Johnny, der kann dann einfach das Gildenlevel einen hochsetzen und wenn man so behindert ist, dann steckt man statt 170.000 Gold einfach mal 600.000 Gold rein, einfach nur, weil man es kann. Oder weil man nicht lesen kann, man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Eins und sechs, das sieht so gleich aus, ne? Weißt du, was ich nicht mag? Schinken. Zahlen. Hä, hey, ich auch nicht. Warte, ich komm Level up. Oh, ich bin Level up. Ich bin ein Level up, ja. Fick die Henne. So, und ihr seht, ich habe jetzt ordentlich hier unten einen Schub Talentpunkte bekommen. Und... ich kann eine Rüstung anlegen. Ich möchte jetzt gerne eine Info raushauen, ja? Ja, sofort. Ich muss erstmal weitermachen. So. Also, es wird bald ein neues Format auf diesem Channel geben, ja? Das ist ein neues Format, ey. Und zwar wird es ein Versus sein. Also das heißt, wir beide battlen uns in irgendwas. Es kann zum Beispiel sein, also wir wissen noch nicht genau, in welchem Spiel oder vielleicht in verschiedenen Spielen. Aber ich glaube, wir werden uns auf irgendein Spiel, was lustig ist, einigen, wo man immer neue Sachen machen kann. Zum Beispiel jetzt ein Beispiel wäre, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach zum mal, Beispiel in meine Kraft, in meine Kraft, dass wir jetzt sagen, bau mal einen Busch und dann müsst ihr einen Busch bauen und dann könnt ihr da draußen abstimmen, welcher schön aussieht. Oder Frieda. Oder Frieda. Oder zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal in Just Cause im Multiplayer, dass wir sagen, wer hat die meisten Autos geklaut oder... Oder Moods of Magic, wer
killt die meisten Dinger oder wir suchen uns irgendein anderes Spiel, was voll Fun macht und am besten was auch mega lustig ist. Und dann wäre... Ehrlich gesagt finde ich es geiler, wenn wir uns gegenseitig irgendwas battlen oder so. Das, ich finde, wer hat am meisten Autos geklaut? Ich finde das schockt. Nein, es kann natürlich auch sein, dass wir dann sagen, dass wir zum Beispiel irgendwie wieder Curve Fever spielen oder es gibt auch so ein Billard oder keine Ahnung, Fußball 3D Animator hoch 9 browsergame.de. Oh, das .de war wichtig. Ja. Ich fing voll viele solche Briefe, die heißen ja, so ja, zu. Ich weiß. Wenn du sechs verschiedene, Hallo, ich bin fertig. Wenn du sechs verschiedene hast, dann kannst du die in Varanas abgeben, dann kriegst du einen Schatztruhenschlüssel und ich weiß nicht, was für eine Ich habe jetzt alles Gute zum Jubiläum. Warte, hey, ich habe alles Gute zum 5. Jubiläum müsste es dann sein noch. Jubiläum und dann noch Runes of Magic, so. Achso. Das ist... Alter! Das ist so heavy. Es ist so fucking heavy, ne? Du weißt gar nicht, was heavy bedeutet. Oh Gott. Nein. Darum heißt es auch Heavy Metal. Ja, hartes Metall. Ja. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir nur Scheiße labern? Ich weiß es auch nicht. Jetzt lassen wir ein bisschen was Produktiveres machen. So, wenn... Ja, wir spielen jetzt, wir reden nicht. Nein, okay. Wir haben jetzt... Mal, wenn wir jetzt die Quest von Jakob haben, dann kriegen wir auch bald eine neue Rüstung, aber ich glaube... Ey, mich greift deiner an, töte den mal. Siehst du, genau aus diesem Grund sinkt unser Niveau und wir labern nur Scheiße, weil du einfach irgendwas reinbrüllst. So, aber ich glaube, die Rüstung, kann ich mir die schon angucken? Nee, kann ich nicht, egal. So. Hoffentlich stirbst du. Warte, ich heil dich. Oh, das hast du voll gebraucht. So. Warte. Muss ich... Oh yeah, ich wusste es, dass ich das holen muss. So. Ey, wir nehmen schon 18 Minuten auf, ne? Ich habe ja ein paar Timer gestellt. Ja, ich weiß. Ich habe auch auf meine Uhr geguckt, du. Du hast keine Uhr. Uhren sind zu hoch. Ja, ich weiß. Ich verstehe die auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass der Zeiger nicht bewegt. Ja, nee, ich hab da unten so eine Digitaluhr in meinem Computer so eingebaut. Weißt du, so unten rechts da. Da, wo keiner hingucken kann. Scheiße, warte mal. Du meinst in der Taskleiste? Warte mal. Wo ist die Aufnahme? Also, irgendwie war die Aufnahme gerade weg. Ich war verwirrt. So eine Taskleiste. Nee, da hast du dir so eine Uhr einfach hingeklebt. Ja, was denkst du denn? Über die Uhr in der Taskleiste. Ja, ich hab das Ding aus meinem... Ich habe das Ding aus meinem iPhone ausgebaut. Da oben, wo man da wo die Zahl steht, habe ich mir mit einer Schere rausgebastelt. Und das habe ich da unten drin geklebt. So einfach ganz sprühend einfach so rausgeschnitten. Ja, es funktioniert ja gar nicht, ey. So, ich beende jetzt die Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Doch, wenn ihr denn bis hierhin geschaut habt und nicht vorher weggeklickt habt. Wie gesagt, ihr könnt immer noch, wenn ihr Bock habt, abonnieren. Ja, toll. Liken. Auch mit uns zusammen. Kommentar schreiben. Zusammen zocken. Ihr müsst uns nur anschreiben. Ich bin Treliox, Johnny Scarrett. Ganz normal. Seht ihr ja auch hier immer im Bildschirm lustig rumhüpfen. Oh. Liebesbote Scarrett. Der Liebesbote Scarrett und der Homo Treliox. Ja, ich bin Homo Novus, weißt du. Ich berichte auch noch über deine Liebesbotenaktivitäten, weißt du. Ja, ich mach hier gerade die Liebe zwischen diesem Bus, das Viechchen. Das ist weggelaufen, es hat so viel Angst vor meiner Homoität. Ja, da hat wohl mein Liebesbote nicht geholfen. Komm, lieb ihn, los, lieb ihn. Er liebt mich, scheiße. Alter, ich hab zu viele Liebe, guck. Ich hab los, zu viele Fungus. Liebe. Okay. Power Ranger, töte wir sie. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Pit. Oh Mann, jetzt hab ich daneben gehauen.